Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Until Dawn. Ist da. Blinkt da was? Das ist nur ein Licht. Warte mal. Das ist ein Licht. Ein komisches. Komisch animiertes Licht. Okay. Wo ist der Feuertyp? Wenn ich ein Feuertyp wäre, wo wäre ich? Ah, ein Totem. Holen wir wieder Zeit. So, und was haben wir hier? Gefahrtotem. Das sah stark nach Sanatorium aus. Untersuchen. Ist das der Chris oder ist es der Mike? Chris, glaube ich. Okay, eine Menge Fässer, mit denen hat der Mike ja schon eine unschöne Begegnung machen dürfen. Wir wissen jetzt auch, dass es zwischen Sanatorium und dem Anwesen eine Verbindung gibt, eine unterirdische. Da liegt etwas. Nein, das wird nichts. So, drei blinkende Stellen. Ein Bild von einer Frau. Tattoo-Foto von der Henna. Wann holst du dir deins, Beth? Fragezeichen und ein Smiley. Reizend. Gefahr ist mein scheiß zweiter Vorname. Nein, ist er nicht. Außerdem ist GER bedeutet Deutschland. Germany. Deutschland Edge. So, was haben wir hier? Eine Brille. Ich glaube, so langsam habe ich... So langsam fügt sich das zusammen bei mir, glaube ich. Ich glaube, der Typ, der die Jess quasi entführt hat, dass das der gleiche Typ ist, der am Anfang des Spiels die Hannah und die Beth erschreckt hat, sodass die in den Tod gesprungen sind. Dann daraufhin hat er die beiden mitgenommen in die Minen und dass dieser Typ so ein Indianer ist. Irgend so einer von diesem Indianerstamm. Und ich glaube... Wegen diesem komischen Vieh, was ja den Matt aufgehängt hat quasi. Das hat ja lange Haare gehabt. Es war ja kein Mensch, in dem Sinne. Ich glaube, dass dieser Typ irgendein Ritual
sei es ein Ritual, irgendein indianisches Ritual und oder irgendwas, was mit Sanatoriums zu tun hat, irgendwelche Medikamente, ich weiß nicht, dass der eventuell aus den beiden irgendwelche Monster gemacht hat. Ob mir das jetzt gefällt, von der Sinnhaftigkeit her, weiß ich nicht. Aber für mich ist das sehr naheliegend. Die Frage ist trotzdem, warum hat die Ashley die ganze Zeit Gespenster gesehen? Aber das ist für mich das Naheliegende. Dass dieser Typ, der hier rumläuft mit dem Feuer, dass das in Wahrheit so eine Art Indianer, also, was heißt so ein Indianer? So eine Art, einfach so ein Indianer ist. Von diesem Stamm, von dem öfters die Rede war. Beth. Ich weiß nicht, wen hat die Ashley gesehen? Die Hannah oder die Beth? Ich glaube, die... Hannah. Aber dass aus der einen irgendwie... Dass der, wie gesagt, so ein Ritual irgendwie vollzogen hat und dass der eine ist ein Monster geworden. Sag mal, aus der... Hannah ist ein Monster geworden vielleicht und aus der Beth ist so eine Art... Ja, so eine Art Geist geworden. Weiß ich nicht. Dass er gar nicht gegen diese Viecher kämpft, sondern quasi der, ja, so eine Art Vater dieser Viecher ist. Okay, wir sehen da etwas, was farblich so, sich ein bisschen abhebt vom Rest der Umgebung. Oh, siehst du? Gut, das bin gelaufen. Ach, das war das hier. Okay, das gehört. Ah. Sie war hier unten. Hennas Medaillon. Aber die beiden, die waren doch eindeutig. Oder hat doch ein. Nee, die haben nicht überlebt. Also die Henne auf gar keinen Fall. Die hat ja die Augen. Die waren ja offen. Die kann nicht überlebt haben. Die Beth vielleicht, dass die vielleicht überlebt hat. Boah. Die Frage ist wirklich, ob dieser Typ am Anfang, ob wir vielleicht doch ihm die Hand hätten geben sollen, beziehungsweise die Hände hätten fallen lassen müssen. Dass der wirklich nicht böse ist. Ich habe es mir schon mal anfangs des Spiels, habe ich schon mal erwähnt, ich habe es mir schon mal so ein bisschen gedacht, dass er vielleicht... Ach so. Oh, ich dachte schon, was ist das denn jetzt? Das ist, weil ich stehen geblieben bin. Ich will aber erstmal hier lang gehen. Weil da ist nämlich etwas, das man untersuchen muss. Und das sieht irgendwie sehr gespenstisch aus. Okay, dann gehen wir erstmal zurück. Gerade jetzt, wo ich so immer mehr so dahinter komme, auch die Sache mit dem Josh vor allem, jetzt ärgert es mich umso mehr, dass er mehr tot ist. Das ist so ein nerviger Kack, ich wollte echt alle überleben lassen. Was ist das? Was blinkt denn da? Der blinkt das im Vordergrund. Das ist im Vordergrund geblinkt, deswegen war das auch so penetrant. Ja. Ja, Beth, Kopf. Okay. Also ist die Hannah. Ist die Hannah dieses komische Monster? Beth nicht.
Gut, ja, dann macht das auch Sinn, weil hätten wir... Du, die Henna wäre so oder so am Anfang des Spiels gestorben. Das ist immer so, egal wie man spielt. Hätten wir nämlich mit der Beth dem Typ die Hand gegeben. Hat er was geblinkt gerade? Hallo? Blinken? Ja, hätten wir nämlich dem Typ die Hand gegeben, dann hätte... Da wäre die vielleicht als Gefangene jetzt hier. Da war gerade was geblinkt, bin ich doof? Wenn die überhaupt noch leben würde, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber Henna, ich bin 100% davon überzeugt, die Henna ist dieses komische Vieh, das den Matt umgebracht hat. Die Frage ist, ob die Henna im wahrsten Sinne des Wortes noch bei Verstand ist, also weiß, was sie tut und den Matt quasi als Racheakt getötet hat, oder ob es einfach wirklich einfach ein Monster ist, was überhaupt keinen Willen mehr hat und einfach nur, ja, das tut, worauf es Bock hat. Also das war die... Ah, okay, 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 ich weiß. Ich weiß, wo wir sind. Die Grundsatzfrage ist, müssen wir Angst vor dem Typ vom Sanatorium haben oder nicht? Ich denke, nein. Aber wieso hat er die Jess entführt? Das verstehe ich nicht. Hallo? Ja? Ich habe mich nicht bewegt, tut mir leid, also. Shit! Komm wieder her. Verstecken oder umdrehen? Verstecken. Ja gut, es war eigentlich abzusehen, dass es da keinen Entkommen gibt. Josh! 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 Oh, oh, wirklich gut! Ihr alle hier habt mich erkannt! Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut! Gut, 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 gut! Wie fühlt sich das an? Also, wie ist das? Ist es schön, wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften, vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kam nicht mehr zum Lachen. Nein, 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 sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, kommt, 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 kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast, stimmt's? Und wie sie gerast sind, ich meine, bei jedem von euch. Bum, 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 bum. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Ich bin kein Detail zu klein. Oh, ist das keine Gelegenheit ungenutzt. Es hat nicht so viel Spaß gemacht wie bei der Puppenspieler. Bei eurer pavlovschen Panik. Und all das Blut. Ich meine, Blut. Da war Blut in Massen. Falsche Leichen. Ich meine, der Scheiß war so teuer. Und alles ohne Probe. Nein, 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 alles ungeprobt. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Haken. Jeden einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch.
Er hat eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike, er ist krank. Was? Kommt schon, ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt, allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Du wirst dafür büßen, Wichser! Jungs, kommt schon. Wirklich, das ist doch völlig verrückt. Halt's Maul. Warum schlägst du sie? Ha? Warum musstest du sie schlagen? Wovon redest du da? Du hast Ashley geschlagen, du Stück Scheiße! Oh. Ich war so wütend. Man schlägt keine Mädchen. Das geht gar nicht. Kumpel, Alter, Chris, Bro. Ich bin nicht dein Bro. Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Schimpfen und abtun. Hör auf, Mann. Halt endlich dein Maul. Chris, hey. Komm schon, Kumpel. Wir sind doch Partner. Hör auf, das stimmt doch gar nicht. Ach, na schön. Spiel den Arsch. Ihr seht doch nur, was ihr sehen wollt. Ihr seid die Klappe. Ihr seid... Alter. Ist nicht meine Schuld, dass ihr Penner keinen Spaß versteht. Hab ich dir wehgetan? Hast du jetzt irgendwo leichte Schmerzen? Das tut mir ja so sehr leid, Mann! Schluss, Mann! Scheiße, Stopp! Alter! Michael! Mike, sorry, Mann! Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist, aber ich schwöre dir, ich hab keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Wütend, aggressiv, wütend. Josh, mal ganz ehrlich, Mann. Denkst du wirklich, dass wir dir vertrauen? Auch nur eine verdammte Sekunde lang nach dieser ganzen beschissenen Show? Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Verdammt! Wir meinen das ernst. Das ist nicht richtig. Nein, so war das alles doch überhaupt nicht geplant. Ihr seid ein Haufen Fieslinge! Ihr könnt doch nicht jemanden einfach so hier hängen lassen, Jungs! Ha? Nicht, dass ihr die Eier hättet, wirklich irgendwas Entscheidendes zu unternehmen! Oh, bitte! Du bist der größte Feigling überhaupt! Aha. Ich habe was getan. Ich habe euch glauben lassen an eine Welt, die ich erschaffen habe. Und euch Seiten von euch selbst gezeigt, die ihr an euch niemals sehen wolltet. Du hast uns manipuliert, reingelegt, deine Freunde verletzt. Und das alles, während du dich versteckt hast. Du bist ein Feigling, Josh, und sonst nichts. Okay, fesselt mich nur, okay? Halt still, Mann. Klar, still. Weil das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt. Josh, Mann! Lässt du mir noch ein bisschen Spielraum, ja? Was muss ich tun, damit du still bist? Oh, nicht so stramm, okay? Nicht so stramm, okay? Ich kann sonst nicht zappeln. Kabelbänder, die sind der Dreck. Ja. In Gottes die Namen, Phase. Kabel, bitte. Das ist ganz schön krass. Geiselnahme. War früher schon mal so drauf? Mindestens Nein, für drei Geiseln so oder ihr Geld zurück. Oh,
Und Chris? Mann, du kannst vergessen, dass du jemals in Ashleys Höschen landen kannst. Das hast du vermasselt mit der Kleinen. Ich werde dir in den Kopf schießen, Nummer. Sie ist eh besser dran mit Mike hier drüben. Wenigstens weiß er, wie man Ladies verwöhnt. Gott verdammt! Tipp, man schießt ihr nicht ins Gesicht. Ich mach den Typen alle. Hör nicht auf ihn. Er ist es nicht wert. Hey, Mike. Mike. Mike, was? Was war da mit Jess, Mike? Du weißt, was da war. Nein, tu ich nicht. Ich hab ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern, weißt du? Sie ist so weich. Und bestimmt hat sie einen wirklich heißen Body. Halt dein verficktes Maul! Verdammtes Schwein! Halt! Stopp, Mann! Hör auf! Was soll der Scheiß? Du wolltest schießen. Ich hab nur so getan, Mann. Um ihm Angst zu machen. Damit er mal sieht, wie das ist. Gott verdammt, Mann, ich hab ihn fast kalt gemacht. Ganz ruhig. Alles gut. Ihm fehlt nichts. Ich hab das nicht gern getan. Tja, wenigstens ist er jetzt still. Geh zurück zur Lodge, Mann. Was? Warum? Ich bewache ihn bis morgen früh. Und du sollst dabei nicht ständig auf ihn einprügeln. Das ist nicht fair. Ich wollte dich nur beschützen. Ja, tja, Job erledigt. Nimm eine Auszeit. Was soll denn das, Mann? Geh zurück zur Lodge. Los. Alter. Jetzt!